Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir stehen hier im Paul-Löbe-Haus, einem sehr transparenten Bau. Und so transparent wie dieser Bau, so soll auch unsere Arbeit als Linksfraktion sein. Darum arbeiten und kämpfen wir dafür, dass die Ausschusssitzungen öffentlich sind. Das ist vielleicht für manchen eine Marginalie, für uns nicht. Es ist ein ehrliches Anliegen. Wir beantragen die Ausschussöffentlichkeit herzustellen regelmäßig und regelmäßig lehnt die Mehrheit dieses ab. Wir beantragen ebenfalls einen Livestream ins Internet zu geben, weil natürlich nicht jeder von Ihnen nach Berlin kommen kann, um dem Ausschuss beizuwohnen. Auch dieser Antrag wird von der Ausschussmehrheit regelmäßig abgelehnt. Was steckt für uns dahinter? Erstens, wir wollen Ihnen zeigen, dass wir arbeiten und wir fürchten nicht diese Transparenz. Zweitens, wir wollen aber auch die Argumentationsstränge der politischen Gegner offenlegen und zur Diskussion stellen. Ich glaube, wer gute Argumente hat, wie wir als Linksfraktion, der kann sich jeder argumentativen Auseinandersetzung stellen. Darum für uns Ausschussöffentlichkeit und Livestream ein elementares Wesen und Element der parlamentarischen Demokratie. In Bayern übrigens gibt es das schon seit längerer Zeit und auch der Staat Bayern ist bisher nach meinem Kenntnisstand nicht zusammengebrochen. Aber insgesamt sollen Sie darüber auch sehen, dass hier gearbeitet wird und ich glaube, das ist etwas, wo wir als Politiker auch noch mehr für sorgen müssen, dass es sich hier um harte Arbeit handelt. Ich will Ihnen jetzt nicht meinen Terminkalender zeigen, aber wenn ich dann alleine morgens ins Büro komme und in den Terminkalender schaue, dann wundere ich mich immer, dass der Tag so viele Möglichkeiten, Termine unterzubringen hat. Aber davon vielleicht ein andermal mehr. Schauen Sie auch gerne mal auf meine Homepage, auf meine Videobeiträge. Vielen Dank.